Wenn wir über soziale Beziehungen sprechen, betrachten wir eine Interaktionskette, die aus bestimmten Menschen besteht, sprich aus Freunden, aus Verwandten, aus Bekannten, aus Arbeitskollegen und so weiter und so weiter. Die sozialen Kontakte sind nicht nur für unsere Psyche wichtig, sondern auch für unseren Körper. Je mehr wir interaktiv sind, was die sozialen Kontakte angeht, desto weniger besteht die Gefahr, dass wir in eine Depression rutschen, sprich psychische Erkranken. Und soziale Kontakte schützen uns auch vor kardiovaskulären Erkrankungen. Also ist alles wissenschaftlich bewiesen. Natürlich gibt es immer die sogenannten Einzelgänger, also Ausnahmefälle, die halt ein sehr zurückgezogenes und einsames Leben genießen wollen. Die nehmen wir aus dieser Geschichte mal komplett raus. Also es geht wirklich um die Menschen, die sozial interaktiv sein wollen und ihr ganzes Leben so wahren. Im Alter verändern wir uns nicht nur körperlich, manchmal auch geistig, sondern auch in diesem Bereich, im Bereich der sozialen Kontakte und der Aufrechterhaltung von sozialer Kontakte. Ob das jetzt durch eine bestimmte Erkrankung ist, dass man halt sich nicht mehr so weit bewegen kann, wie man gerne es hätte, um bestimmte Kontakte aufrechtzuerhalten, oder handelt es sich um kognitive Einschränkungen, wo man nicht mehr in der Lage ist, sich zu erinnern, dass man bestimmte Kontakte hat, oder letztendlich ist es der Tod, der uns von bestimmten Menschen trennt, die wir gerne in unserem Leben gehabt haben. Sprich, je älter wir werden, desto kleiner ist unsere Interaktion in den sozialen Kreisen. Warum habe ich das jetzt alles erwähnt? Weil wir professionellen Pflegekräfte auch die Aufgabe haben, die sozialen Kontakte des Menschen aufrechtzuerhalten, wenn er das nicht mehr selbstständig machen kann. Sprich, wir müssen darauf achten, dass er ein soziales Leben hat, dass er Beschäftigung hat, dass er in irgendeiner Form im Laufe des Tages irgendetwas hat, was ihn bereichert. Hier kommt das Themenfeld 5 ins Spiel, sprich die SIS mit dem Themenfeld 5. Dieses Video wird präsentiert von Dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte. Fürsorgefinder, der App, die anzeigt, welcher Fürsorgedienstleiter freie Kapazitäten hat. Und Stiegelmeier, der Marktführer bei Betten für Krankenhäuser und Pflegeheime. Hallo an alle, Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also das ist mittlerweile das 6. oder 7. Video bezogen auf die SIS. Wenn ihr die restlichen verpasst habt, ich verlinke euch alle in die Beschreibung. Da könnt ihr nochmal chronologisch durch alles durchgehen, bevor ihr zum Themenfeld 5 kommt. Themenfeld 5 hat die Überschrift Leben in sozialen Beziehungen. Wie auch alle Themenfelder muss man erstmal runterbrechen, was das überhaupt bedeutet. Hier stellen wir uns die Frage, kann unser Patient oder der pflegebedürftige Mensch, den wir pflegen, kann er seine Aktivitäten auf täglichem Niveau innerhalb des Hauses oder außerhalb des Hauses selbst gestalten? Oder benötigt er unsere professionelle Unterstützung? Des Weiteren stellen wir uns gleich die Frage, gibt es eine bestimmte Tagesstruktur im Leben dieses Menschen? Kann dieser Mensch seinen Alltag gestalten und kann er sich den Veränderungen, die in dieser Gestaltung entstehen, anpassen? Jeder von uns hat einen bestimmten Tagesablauf. Das heißt, wir stehen morgens auf, pflegen uns, lesen Zeitungen, trinken Kaffee, gehen arbeiten oder treffen uns mit anderen Menschen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben eine Struktur, die wir uns im Laufe der Zeit, im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben. Ein alter, krankheitsbedingt gebrechlicher Mensch kann das leider nicht mehr so gestalten, wie er es gerne früher, wie er es gerne hätte oder wie er es früher gemacht hat. Deswegen braucht er unsere Unterstützung und unsere Hilfe. Bevor wir uns auf die Planung des Ablaufs eines Menschen schmeißen sozusagen, müssen wir immer 3 Sachen berücksichtigen. Wie sieht's aus mit den Ressourcen des Menschen? Was sind seine Fähigkeiten und wo liegen seine Probleme? Ihr seht, wir sind wieder beim Pflegeprozess. Falls ihr das Video verpasst habt, den Link setze ich euch auch in die Beschreibung. Aber
Denkt immer dran, wenn ihr die SIS schreibt, egal in welchem Themenfeld ihr seid, diese drei Sachen immer, immer berücksichtigen. Ressourcen, Probleme, Fähigkeiten. Was kann der Mensch, was kann er nicht? Wo braucht er Hilfe, wo braucht er keine Hilfe? Hat er Hilfsmittel, benötigt er irgendwelche Hilfsmittel, die ich ihm besorgen kann? Dann kommt die Frage, sind die Hindernisse, die den Menschen davon abhalten, seinen Tagesablauf zu gestalten oder die Gestaltung des Tagesablaufes zu leben, körperlicher Herkunft oder kognitiver Herkunft? Das ist eine sehr wichtige Frage. Sind die Hindernisse körperlicher Herkunft, sprich hat er eine bestimmte Erkrankung, die ihn daran hindert, zu laufen oder sich längere Zeit außerhalb der sitzenden oder liegenden Position aufzuhalten, braucht er da ein bestimmtes Hilfsmittel, benötigt er da irgendwie personelle Unterstützung, dass er von A nach B kommt, das muss man dann mit einbeziehen. Ist es aber im kognitiven Bereich, sprich leidet dieser Mensch an Demenz und kann sich nicht mehr erinnern, dass er überhaupt bestimmte Sachen früher ausgeführt hat, da braucht er wieder unsere Unterstützung, die ihn anregt, dass er diese Tätigkeiten wieder ausübt. Wie gesagt, bei den körperlichen Hindernissen denken wir immer dran, okay, gibt es ein bestimmtes Hilfsmittel, das diesem Menschen helfen kann, das ich eventuell bestellen kann oder vom Arzt verschreiben lassen kann oder mit der Unterstützung des Menschen besorgen kann, sprich kaufen kann. Ein simples Beispiel. Frau Müller geht die letzten 20 Jahre sonntags immer zu einem Stammtisch mit unterschiedlichen Damen. Seit ihrem Apoplex kann sie nicht mehr so gut laufen. Das heißt, sie benötigt eine Unterstützung einer Pflegekraft, die sie von ihrem Haus zum Auto begleitet, sie hinfährt, vom Auto zum Lokal begleitet, dann nach dem Treffen wieder zum Auto, sie fährt sie wieder zurück und begleitet sie wieder in ihre Wohnung. Um sich sicher zu bewegen, benötigt Frau Müller einen Rollator, den sie im Wohnzimmer stehen hat. Das wäre ein simples Beispiel, wie eine Frau Müller personelle und ressourcenorientierte Hilfsmittel benötigt, damit sie dann halt den bestimmten Tagesablauf ausüben kann. Bei der kognitiven Einschränkung geht es mehr um das Organisieren und das Planen von bestimmten sozialen Kontakten oder das Aufrechterhalten der sozialen Kontakte. Zum Beispiel, Frau Müller hat nach ihrem Apoplex eine Schädigung, die ihr Gedächtnis total verringert hat. Das heißt, sie vergisst, dass sie jeden Sonntag ihre Tochter anrufen soll. Die Pflegekraft organisiert diesen Termin, ist vor Ort und ruft die Tochter an, gibt dann den Hörer der Frau Müller, damit sie jeden Sonntag mit ihrer Tochter weiterhin diesen Kontakt aufrechterhalten kann. Ein weiterer Punkt, der in diesem Themenfeld verankert ist, ist das Ruhen und Schlafen des Menschen. Das heißt, kann dieser Mensch seinen Tag-Nacht-Rhythmus aufrechterhalten oder hat er überhaupt einen Tag-Nacht-Rhythmus? Benötigt er da Unterstützung beim Durchführen von bestimmten Aufgaben, damit dieser Tag-Nacht-Rhythmus aufrechterhalten wird? Hier sieht man auch vorhin in dem Beispiel, also nicht nur beim Ruhen und Schlafen, sondern auch bei dem Aufrechterhalten bestimmter Kontakte, ist die Biografiearbeit des Menschen wirklich wichtig. Warum? Weil wenn wir die Biografiearbeit des Menschen kennen und die Natur des Menschen, also das Wesen des Menschen kennen, können wir auch bestimmte Informationen einsammeln, die wir später verwenden, um diese bestimmten Aufgabe in diesem Themenfeld zu planen und durchzuführen. Bitte berücksichtigt aber hier, das wird auch meistens, so habe ich es zu meiner Ausbildungszeit erlebt, in den Schulen nicht wirklich von allen unterrichtet, der Mensch verändert sich in seinem Leben. Das heißt, die Biografiearbeit ist nicht immer ausschließend. Es gibt Menschen, die stark an die Biografiearbeit gebunden sind. Das heißt, sein ganzes Leben lang hat er morgens immer Kaffee getrunken, ein Toastbrot gegessen und danach hat er die Zeitung gelesen. Er ist immer um 9 Uhr nach dem Frühstück direkt auf die Toilette gegangen und hat dann dort 15 Minuten verbracht. Ein simples Beispiel. Aber im Laufe der Zeit verändern sich bestimmte Menschen. Das heißt, die Biografiearbeit war mal früher so, aber der Mensch trinkt nicht mehr Kaffee zum Frühstück, isst kein Toastbrot mehr und liest auch nicht mehr die Zeitung, sondern isst Haferflocken, trinkt Tee und verbringt 15 Minuten auf seinem Tablet
um, keine Ahnung, Videos zu gucken. Der Mensch ist ein Wesen, das sich verändern kann. Also nicht alle Menschen sind stur von A bis Ende in einem bestimmten Ablauf gebunden. Und das sollte man auch wirklich bei der Biografiearbeit berücksichtigen. Gucken, ist die Biografiearbeit dieses Menschen immer noch relevant für ihn oder hat er sich verändert? Die Biografiearbeit ist bei kognitiv eingeschränkten Menschen sehr wichtig und kann viel bewirken in der Planung und Gestaltung des Tagesablaufs. Aber hier auch, wie gesagt, nicht immer ist das der Fall. Hier habe ich auch zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist für eine nicht wirklich berücksichtigte Biografiearbeit oder nicht ausreichend recherchierte Biografiearbeit. Frau Müller hat eine Schwester und die Pflegekraft hat versucht, den Kontakt zwischen Frau Müller und ihrer Schwester herzustellen. Letztendlich irgendwann mal ist es passiert, die Schwester ist da, will mit der Frau Müller sich treffen und die Frau Müller sagt, um Gottes Willen, das Luder will ich ja nicht mehr sehen, vor 20 Jahren haben wir uns zerstritten, sie hat mir den Mann geklaut und so weiter und so fort. Das heißt, die Pflegekraft hat nicht wirklich die Biografiearbeit bis zum Schluss recherchiert und vielleicht auch bei den Angehörigen nochmal nachgefragt oder bei Bekannten, damit sie wirklich die Geschichte rausholen konnte. Warum haben sich Frau Müller und ihre Schwester 20 Jahre lang nicht gesehen? Ein anderes Beispiel ist bezogen auf das Ruhen und Schlafen. Frau Müller schläft die ganze Nacht nicht und jeden Morgen wird sie von der Nachtschwester im Zimmer entdeckt, dass sie die ganze Nacht den Fernseher geguckt hat. Und die Schwester versucht ihr die ganze Zeit zu erklären, Frau Müller, Sie müssen schlafen. Aber durch die demenzielle Veränderung kann die Frau Müller nicht antworten und sagen, ey, ich war mein ganzes Leben lang eine Nachtschwester, ich kann nachts nicht schlafen. Da sieht man auch, die Biografiearbeit wurde nicht wirklich berücksichtigt bei dieser Person und die Planung der Tag-Nacht-Gestaltung, des Tag-Nacht-Rhythmus kann auch nicht effizient durchgeführt werden. Nun abschließend habe ich ein komplettes Beispiel, wie das Themenfeld 5 aussehen sollte für eine fiktive Person, eine Frau Müller, die ich frei erfunden habe. Wegen leichter kognitiver Einschränkungen kann Frau Müller die Tagesaktivitäten nicht planen und auch nicht umsetzen. Frau Müller vergisst, dass sie jeden Sonntag um 11 Uhr mit ihrer Tochter telefoniert. Sie akzeptiert, dass eine Pflegekraft den Anruf tätigt. Sie akzeptiert, dass eine Pflegekraft während des Gesprächs präsent ist. Und sie akzeptiert auch die Unterstützung, dass sie von ihrem Bett zu ihrem Sessel durch eine Pflegekraft und mit Unterstützung des Rollators gebracht wird, dass die Pflegekraft die Nummer wählt und ihr den Hörer gibt. Das wäre ein Beispiel. Ich bin nicht viel ins Detail gegangen, nur damit ihr so ein bisschen die Form spüren könnt, wie ihr den Eintrag in das Themenfeld 5 gestalten könnt. Natürlich kann man dieses Themenfeld oder die Informationen, die ins Themenfeld kommen, noch ein bisschen erweitern und sagen, okay, Biografiearbeit wurde berücksichtigt, nochmal Biografiearbeit nachlesen, Tochter lebt in, keine Ahnung, England, deswegen telefonieren die zwei nur. Oder es ist ein moderner Mensch, der ein Smartphone hat, die sprechen über Videocall und so weiter und so weiter. Also je mehr Informationen sich im Themenfeld befinden, desto leichter kann man die Maßnahmenplanung später machen. Wenn ihr das Video über die Maßnahmenplanung verpasst habt, dieses Video verlinke ich euch auch unter dem Video in der Beschreibung. In der Beschreibung befindet sich auch der Link zu der PDF-Datei, die euch unterstützt beim Schreiben einer SIS. Und ich denke, damit habt ihr ziemlich viel Unterstützung, die ihr verwenden könnt, wenn ihr neu auf diesem Feld seid. Natürlich unter dem Video sind die Kommentare. Schreibt mir rein, wenn ihr Ergänzungen zu diesem Thema habt oder uns, also die Community, auch mich unterstützen könnt mit Tipps, wie ihr das macht in den bestimmten Bereich, den wir heute erwähnt haben. Natürlich freue ich mich auch für Vorschläge für kommende Themen oder letztendlich Erfahrungen, die ihr mit diesem Themenfeld gesammelt habt. Wenn ihr andere Pflegekräfte unterstützen wollt, drückt den Daumen hoch. So aktiviert sich der Algorithmus von YouTube und leitet das Video weiter an alle, die in irgendeiner Form Interesse an der Pflege haben und an solchen Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt,
einmal den Kanal abonnieren, das kleine Glöckchen aktivieren und jedes Mal, wenn ein neues Video rauskommt, kriegt ihr völlig kostenlos und unverbindlich eine Benachrichtigung, dass das neue Video raus ist. So seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit, bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao!